Motorradfahren heißt Kurvenfahren. Eine der Faszinationen, die das Motorradfahren ausmachen, ist der Kurvenzauber. Mit feinen Lenkimpulsen beherrschen wir hohe Kräfte, die uns einerseits in der Balance halten, andererseits auch schnell aus der Bahn werfen können. Denn sobald wir uns ins schräge Vergnügen stürzen, mobilisieren wir allerhand Kräfte, mit denen wir bewusst umgehen müssen. Generell unterscheidet man drei Arten von Kurvenstilen. Das Drücken, das Legen und das Hängen. Das Drücken stammt ursprünglich aus dem Geländesport. Der Fahrer bleibt dabei nahezu aufrecht und drückt das Motorrad zum Kurveninneren von sich weg. In Verbindung mit einem festen Knieschloss lassen sich auf diese Art fast alle Motorradtypen sehr gut manövrieren. Speziell auf losem Untergrund, wie zum Beispiel auf Schotterstrecken. Das Drücken ist besonders für langsame, enge und unübersichtliche Kurven geeignet, die einen blitzartigen Kurswechsel erfordern. Beim Legen, einem klassischen und kräfteschonenden Kurvenstil, legt sich der Fahrer mit seiner Maschine gemeinsam in die Kurve, sodass Fahrer und Maschine in Schräglage eine Linie bilden. Lediglich der Kopf des Fahrers gleicht entgegen der Kurvenrichtung den gekippten Horizont aus. Dieser Fahrstil bietet sich besonders für den Straßenverkehr an, weil sich die Fahrtrichtung sehr schnell korrigieren lässt. Ein weiterer Vorteil des Legens ist die Möglichkeit, auch schnell in einen anderen Kurvenstil wechseln zu können. Beim Hängen oder Hanging Off, einem eher auf die Sitzhaltung und die Fahrwerksgeometrie von Supersportmaschinen ausgelegten Kurvenstil, hängt sich der Fahrer seitlich zur Kurvenmitte an das Motorrad. Dieser Stil gibt hervorragend Rückmeldung über den Grad der Schräglage durch ein eventuell aufsetzendes Knie am Boden. Ursprünglich stammt dieser Kurvenstil aus dem Straßenrennsport mit einem für den Fahrer bekannten Streckenverlauf.